Eine gute klassische und echte Currysoße, zum Beispiel für Currywurst, kommt ohne Ketchup aus. Ketchup auf die Wurst, Curry drauf, nein, das ist nix. In diesem Video verrate ich euch, wie man eine echte und leckere Currysoße macht, wie man sie beispielsweise in Berlin an guten Currywurstbuden bekommt. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten, die ihr für diese Soße benötigt: 100 Gramm Tomatenmark, eine Dose geschälte Tomaten, 400 Gramm Füllgewicht, 240 Gramm Abtropfgewicht, eine mittelgroße Zwiebel, 1 Teelöffel Paprika Rosenscharf, 60 ml Balsamico-Essig, 1 Esslöffel Honig oder 1 Teelöffel Agavendicksaft, 1 Teelöffel Knoblauchmus, Worcestersoße, 2 Esslöffel Currypulver, Salz und 2 Geheimzutaten, die ich natürlich auch verrate. Als erstes wird die Zwiebel geschält. Wie das gemacht wird, das muss ich euch jetzt nicht in Gänze zeigen. Wenn sie geschält ist, in Stücke schneiden und ab in den Mixer. Die geschälten Tomaten ebenfalls in den Mixer und dann wird das alles schön fein gemixt. Den Balsamico-Essig in einem Topf erhitzen und die Soße aus dem Mixer dazugeben. Dann kommt das Tomatenmark hinzu. Alles gut verrühren und schaut mal, die Soße hat jetzt schon die Konsistenz einer guten Currysoße. Knoblauch hinzufügen. Für die erste leichte Schärfe sorgt jetzt Paprika Rosenscharf. Und dann kommt die Worcestersoße dazu. Und was natürlich bei einer Currysoße gar nicht fehlen darf, das ist Curry. Der kommt jetzt ebenfalls zur Soße. Alles gut verrühren und da die Soße bis jetzt noch relativ süß ist, kommt jetzt das Salz hinzu. Achtung, jetzt kommt meine erste Geheimzutat, Kurkuma. Kurkuma ist nicht nur sehr gesund, sondern erhält die bis jetzt noch sehr dunkle Soße etwas auf. Ich hatte noch einige gröbere Stückchen Zwiebeln entdeckt, deswegen habe ich die Soße mit einem Pürierstab noch ein wenig feiner püriert. Wieder alles gut verrühren und ich bin von der Konsistenz so begeistert. Ein wenig flüssiger könnte sie noch sein. Deshalb Achtung, jetzt kommt die zweite Geheimzutat, Cola. Da schon genug Zucker dran ist an der Soße, habe ich Cola Zero verwendet. Das waren ca. 50 ml, das reicht. Coca-Cola gibt dem Ganzen jetzt nochmal einen ganz besonderen Kick und eine besondere Geschmacksnote. Jetzt alles nochmal kurz aufkochen und dann ist die Soße fertig. Schaut selber, eine wunderbar sämige Soße. So eine Soße möchte ich auf meiner Currywurst haben. Als ich noch ein Bistro und eine Pizzeria hatte, habe ich nicht nur Currywurst mit dieser Soße gemacht. Hier oben gelangt ihr zu meinem legendären Currywursttopf. Übrigens, die Zutatenliste für dieses Rezept ist wie immer unter diesem Video nachzulesen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.